8 Wochen nach der Bundestagswahl ist weiterhin offen, wie die Regierung aussehen wird. Die Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen sind gescheitert. FDP-Chef Lindner hat am späten Sonntagabend die Reißleine gezogen. Sein Slogan: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch. Wenn man sich in Halle umhört, wird deutlich, dass die Menschen von den Politikern mehr erwartet haben. Die Politiker haben nicht begriffen, dass sie schon eine auf den Deckel bekommen haben. Und jetzt machen sie den nächsten Mist, kann man sagen, auch ja, im Fernsehen. Was da draus werden soll, weiß ich auch noch nicht. Nee, Neuwahlen, da wird es ja noch schlimmer. Von vornherein ging das eigentlich nicht besonders gut. Denn hier geht es darum, ein Volk zu führen. Und bei 3-4 Parteien, wie die ein Volk führen wollen oder sollen, das ist mir eigentlich schleierhaft. Ich finde das gut, ja, weil endlich mal einer die Wahrheit gesagt hat und mal sich getraut hat, den anderen Parteien zu sagen, dass es nicht so geht. Der Lindner ist für mich in der Beziehung richtig gut. Ist normal, dass es nicht klappt, bei diesen unterschiedlichen Interessen. Trotzdem müsste man versuchen, diese Interessen, ich meine, die werden nie einig sein, dass man sich da doch mal auf eine Linie jetzt irgendwie einigt. Ja, das kann ja nicht sein, dass das so weitergeht bei uns. Ja. Die FDP steht für ihren Schritt in der Kritik. Der hallische Bundestagsabgeordnete Frank Sitter hält die Entscheidung aber für folgerichtig. Wir mussten feststellen, dass in den so wichtigen Themen wie Digitalisierung, Bildung, überall dort, wo wir eine Erneuerung unseres Landes uns gewünscht haben, man anfänglichen Konsens dann nicht mehr in gemeinsame Projekte stellen musste oder konnte. Und deswegen haben wir dann entschieden, aus den Gesprächen auszusteigen, als wir gemerkt haben, dass in der Konstellation für uns, für unsere Überzeugung nichts mehr zu holen ist. Aus den Statements der FDP-Spitze ist deutlich geworden, dass man vor allem mit den Grünen als Gesprächspartner kaum Einigung für möglich hielt. Die Stadtvorsitzende der Grünen in Halle sieht das anders. Ich finde, wir haben gute Angebote gemacht. Wir sind auf die anderen zugegangen. Wir waren sehr kompromissbereit. Also kompromissbereit bis auch über die Schmerzgrenze hinaus. Und das ist sehr schade, dass unsere Partner diese Kompromisse nicht mit uns gemeinsam leben wollten. Christoph Bernstiel von der CDU war vom Rückzug der FDP nicht überrascht. Sagt selbst, er habe schon am Freitagnachmittag nicht mehr an eine Einigung geglaubt. Für mich persönlich, glaube ich, ist es wichtig, auch ein Signal zu senden an die Bevölkerung und auch an Europa, was momentan in der Diskussion zu kurz kommt. Wir können als Parlament nicht einfach so lange wählen, bis uns die Mehrheiten passen, sondern wir müssen jetzt mit den Mehrheiten arbeiten, die uns der Wähler beschert hat. Und das ist ein Auftrag an alle Parteien und nicht nur an unsere. Rein rechnerisch wäre eine große Koalition aus CDU, CSU und SPD möglich. Doch der SPD-Vorsitzende Martin Schulz wiederholte am Montag, was er schon am Wahlabend sagte. Die große Koalition sei abgewählt worden. Der hallische SPD-Abgeordnete Karamba Diaby findet, dass das Scheitern der Sondierungsgespräche ein schlechtes Ergebnis für eine Demokratie ist. Fakt ist, wenn man mehrere Wochen schon sondiert, dann sollte man doch Kompromisse finden können. Also wir haben 2013 die Sondierungsgespräche gehabt und wir hatten auch Kompromisse gemacht und Demokratie lebt von Kompromisse. Aber die Jamaika-Partner haben offensichtlich das nicht mehr im Blick gehabt und ich denke, die Verantwortung liegt an denen ihrer Seite. Unterdessen besteht bei den Linken Hoffnung für die kommenden Wochen. Wir stellen uns jetzt also eher vor, dass die Zeit, die wir haben, ob jetzt Neuwahlen in 3 Monaten stattfinden oder noch darüber hinaus, dass wir diese Zeit auch im Bundestag nutzen. Das Parlament ist gewählt, jeder Abgeordnete und jede Abgeordnete ist dort gewählt. Und es ist eine Stunde der Demokratie, weil jetzt eben parteipolitisch relativ wenig Festlegungen bestehen. Und ich habe einfach auch persönlich die Schnauze voll, um das mal so zu sagen, von diesem Parteiennarzissmus. Minderheitsregierung, Neuwahlen, große Koalition oder doch ein Comeback von Jamaika? Im Moment wird viel spekuliert, wie es weitergeht. Eins ist aber jetzt schon klar: Eine solche Situation gab es in der Bundesrepublik noch nie.